Kommen wir jetzt zu einem Buch, zu einer Kulturgeschichte, Pflanzen im Mittelalter von Helmut Birkhahn, ausgehend von den Werken Hildegards von Bingen, Konrads von Megenberg und anderer wichtiger Repräsentanten im mittelalterlichen Naturheilkunde, erläutert der Wiener Germanist und Keltologe die wesentlichen Aspekte der frühen Pflanzenkunde. Er würdigt die herausragende Rolle, die Bäume und Kräuter im Leben der Menschen eingenommen haben. Diese zeigte sich beispielsweise in einer reichhaltigen Pflanzensymbolik, wie etwa Lilie und Rose im Wappen, und ist auch heute noch in Begriffen wie Kindergarten, Sprössling oder Stammbaum fassbar. Eine Untersuchung der Heil- und anderen Nutzpflanzen nach mittelalterlichem Verständnis veranschaulicht die Bedeutungsparallelen und Differenzen zur Gegenwart und unterstreicht die Wichtigkeit der Gewächse für die mittelalterliche Lebenswelt. Ein vollständiger Index der erwähnten Pflanzen nach ihren volkstümlichen Bezeichnungen und botanischen Namen, einige Abbildungen sowie eine umfangreiche Bibliographie ergänzen das Buch. Das ganz verständliche Werk bietet kunsthistorisch interessierten Leserinnen und Lesern viele spannende Einblicke und Zusammenhänge. Das Buch Pflanzen im Mittelalter, eine Kulturgeschichte von Helmut Birkhahn erschien bei Böhlau.